Moin zusammen, es geht jetzt zu dritt nach Tanglewood. Wir versuchen jetzt noch ein Perfect Game zu kriegen und ja, hoffen wir mal, dass das klappt. Der Breaker ist im Keller. Aufgaben sind gut. Kiki, deine Lieblingsaufgabe ist wieder dabei. Bravo. So, wir bereiten kurz alles vor und dann geht's ab nach Tanglewood. Okay. Dann bringt ihr noch die restlichen Items. Ich mache euch schon mal den Brekkie an. Ich glaube, wir haben alles. Ich guck nach. Ja, Mama. Okay, hier vorne ist ein Versteck. Mama! Du kannst doch eine Kamera mitbringen. Video? Ja, eine Videokamera, dann haben wir alles. So, der Strom läuft. Im Keller beim Ja, Breaker ist ein Versteck. ich hab den Knochen. Dann habe ich hier gerade Atem gesehen. Nee, es war wahrscheinlich nur der Schimmer von der Laterne. Okay. Ich habe gerade irgendwo was fliegen hören. Aber ich weiß nicht wo. Ich war genau in dem Moment auf der Treppe. Och, Breaker. Ja, der hat den sofort Wo ist der im ausgemacht. Ich Keller? hab Der den, war ich schon. bin noch da. Könnt ihr fotografieren, wenn ihr wollt, wenn ihr es schnell genug schafft zum Breaker. Nee, ja, ich bin zu weit weg. Also kein Ich hatte Gin. keinen Gin. Ich habe was gehört, als ich die Treppe hochging. Aber ich glaube, das kam nicht vom Keller. EMF3 im Master Bedroom. Okay. Einfach so ein Mini-Badezimmer geworfen, ich weiß noch nicht was. Ja, dann bringen wir da schon mal einen Putzi rein und gucken mal kurz mit dem Thermo, ob der da ist. So, das Thermo sagt. Es sagt kalt, ja. Ja, da hat er das Bild da, das habe ich vorhin gehört. Okay. Das hat er vorhin geworfen. So. Kiki, hier fotografiere das Handy hier. Warte, ich glaube, das ist das, ne? Ja. Guck mal hier, ich schmeiß das jetzt neben das EMF. Sag, wenn du bereit bist. Jetzt. Und jetzt, das Handy da. So kann man das natürlich auch machen, ne? Wenn du so einen Gegenstand hast, den er gerade benutzt hat, dann kannst du das in dein Inventar reintun. Und dann blockierst du nämlich diese Interaktion für die Zeit. Okay, hier vorne war ein Versteck, ne? Ja. Okay, dann brauchen wir eine Kamera da drin. Das letzte Salz nehmen wir dann für den Ghost Highway. So, mit der Kamera können wir dann später gucken. Guck mal, die ist auf dem Schneemann. Guck mal, die wackelt mit dem Schneemann mit. Der Schneemann hält die Kamera. Wo denn? Hier, die Ja. Videokamera. Siehst du das, wie die hoch und runter wackelt? Das ist ja cool, ey. Das sieht bestimmt cool aus nachher im Truck. Oh. Wer hat es kaputt gemacht? Och Mann, ich wollte das doch so lassen. Ich hab's repariert. Oh Mann. Ach nein, Jetzt geht's nicht warum? mehr, Mama. Ja. Ich Oh. hab's noch cooler gemacht. Was tut es das immer noch machen? Aber ich hab's in die falsche Richtung gemacht. Ja, toll. Ja, man kann die ja zum Glück drehen. Musst du die nachher im Truck umdrehen? Mach ein Foto von den drei Türen. Von allen drei? Ja, schnell. Müssen aber schnell machen. Nee. Haben alle Okay, haben gezählt? alle gezählt, ja. Weil Yay. der Raum ist sehr praktisch, wenn es da ein Ghost Event gibt. Kiki, du kannst nachher das Parabol hier nebenbei machen. Ja, Mama kann auch schon die Salzfotos machen, glaube ich. Ja, Kiki, du kannst ja die Kamera schnappen und die Salzfotos schon mal Dann ist das abfahren. Album mal voll direkt. Aber nur die im Geisterraum, weil hier draußen ist er, glaube ich, noch nicht rein. Die sind ja für den Ghost Highway, die drei hier draußen. Die kannst du ja nachher dann fotografieren, nach dem Hand. So, dann machen wir mal ein Schupper, Polti ja. fertig. Ich guck mal nach der Sanity. Bringt ja noch nichts. Wir haben ja noch keinen Whisper bekommen. Ja, nur Oh, Kiki, das Handy Spaß. ging wieder. Warte, ich nehme es auf. Ja, okay, es müsste noch zählen, ja. Okay, das müsste, glaube ich, bei dir jetzt auch extra zählen noch. Okay, Kiki, die Kamera, das Journal ist voll. Jetzt kannst du einfach alles, was du willst, fotografieren. Also, wenn du irgendeinen EMF hast und du bist nicht sicher, was, fotografier einfach drauf los. Damit du diese Fotos, die zählen nämlich, glaube ich, trotzdem in der Aufgabe. Warum ist hier ein Sensor in der Schublade?
Wer tut hier die Sensoren in die Schubladen? Küken, guck mal hier, das ist die Safe-Schublade, weißt du? Wenn du die anfasst, kriegst du den Laser ab. Die Türen wieder. Fotografier die Türen, Kiki. Einfach fotografieren, das Journal ist eh voll. Fotografier die Türen alle von dem Raum. Weil die zählen dann vielleicht mit für deine Fotos. Kommt niemand mehr raus. Manu. Du hörst mich und zerlegt mal wieder die ganzen Türen. Wo ist der beste Hiding Spot hier? Da vorne, wo der Glowstick ist. Ich glaube, im blauen Zimmer gibt es auch einen. Okay, ich habe gerade den Whisper bekommen. Nee, im blauen Zimmer ist keiner. Im Keller ist aber auch noch ein Hiding Spot. Da kann man sich zur Not auch noch verstecken. Ja, jetzt kommt jemand raus. Irgendjemand will das immer kaputt. Ich glaube auch nicht, dass das ein Shade ist. Okay, meine Sanity ist bei 95 und Küken ist schon runter auf 40. Hallo. Es könnte aber theoretisch ein Oni sein. Vielleicht. Weil der. Ja, guck mal, wie die ausrastet. Hallo. Fotografier mal, Kiki. Dann zählt das auch für deine Aufgaben. Aber kein Phantom, dann ist nicht direkt verschwunden. Ja. Ich habe so Oni oder Thay im Verdacht irgendwie. Oh, der Brecki ist aus. Ich glaube, der hat da hier die Laterne, Kiki, die kannst du fotografieren. Hier vorne die, die ich gerade wieder angemacht habe. Ich mach den Brecher. Ja, dann mach den Brecki mal wieder an. So, weil meine Sanity, ich muss kurz im Licht bleiben, ich muss kurz mal die Sanity testen, ob das ein Moroi ist. Aber ich glaube eher, das geht eher Richtung Oni, weil die macht ja so viele Events. Jetzt, wo wir kein Geisterfoto haben, haben wir natürlich so einen Eventgeist. Ah, Kiki, hier ist noch Salz, das kannst du auch noch fotografieren, die zwei Salz hier, da ist sie durchgelatscht. Wir müssen noch 25 drainen. Ja. Hier ist eingesperrt. Kiki, die zwei Salzis kannst du auch fotografieren da noch. Nein. Die zählen, glaube ich, dann auch mit bei den drei Sterne-Aufgaben. Hilfe. Oh ja. Ich habe jetzt 5% verloren, aber ich war kurz im Dunkeln. Also ich glaube nicht, dass es ein Moroi ist. Okay, dann müssen wir da im Dunkeln hocken bleiben. Ja. So. Okay, ja, dann drainen wir hier kurz was die Sanity. Wir müssen nur darauf achten, wenn wir nachher bei 60 sind, dann müssen wir kurz mal warten. Das könnte ja mehr sein, aber ich teste auch mal kurz so nebenbei auf mehr. Habt ihr das Licht im Geisterraum angelassen? Nee. Ich habe nichts getan. Ich auch nicht. Keine Reaktion. Nee. Okay, also mehr könnte theoretisch noch möglich sein. Ich kann ja mal ein bisschen dahin hören, was der so macht. Okay, dann warten wir kurz. Und? Nee, ist ein Event. Hä? Was so? Küken, was machst du da hinten schon wieder? Kiki, wie viel hat Küken verloren an Sanity? Weiß ich nicht, hab ich das richtig gut. Er hatte vorhin noch 40, aber der war jetzt, glaube ich, du warst im Dunkeln, oder? Ja. Okay, du bist jetzt bei 0. Herzog. Wir sind bei 50. Wir sind jetzt in der Hunting Range. Dank mir. Das heißt, er huntet jetzt gleich wahrscheinlich. Oh, ich habe gerade den Sensor da vorne auslösen sehen. Sie denn mal? Ich höre das Wasser, aber Licht hat sie, glaube ich, nicht angemacht. Moment mal, wir brauchen ja eigentlich nicht die Kurzi. Doch, wir brauchen die Kurzi-Aufgabe. Okay, ich lasse das eine Kurzi da in dem Raum jetzt noch drin liegen, wegen der Kurzi-Aufgabe. Genau, Kiki, das Kurzi, wenn der das gleich benutzt. Oh, Hand, versteckt euch.
Na, Kiki, warte noch. Okay. Wow, die kam direkt auf dich zu. Jetzt konnte ich natürlich nicht viel sehen. Aber es könnte vielleicht wirklich eine Uni sein, von dem, was ich jetzt kurz gesehen habe. Normale Geschwindigkeit. Okay, ich glaube, das könnte eine Uni sein. Das würde schon passen, auch zu dem Verhalten. Geh ich mal gucken, ne? Ja, du kannst da gucken gehen. Ich kann auch mit gucken. Kiki, du kannst hier nachher noch das Salz hier fotografieren, das letzte. Dann hast du das Foto jetzt auch dann. Fotoapparat? Weiß ich nicht, wo du die hast. Ja, ja. Ja. Was hast du, wo? Hier, dieses hier, da war sie vorhin nämlich noch nicht rein. Da ist sie jetzt erst beim Hand reingetreten. Dann hast du nämlich noch eins mehr. Müsstest du ja jetzt 20 von 50 haben, glaube ich. Und wir müssen mal gucken, wie lange sie wieder braucht zum Hand. Hm? Okay, 25% Aufgabe. Ist das Licht hier aus? Ja. Ja, jetzt habe ich die Hälfte. Ja, hat das gezählt. Also zählen die auch, selbst wenn das voll ist. Das ist fast die Hälfte, ja. Ja. Ja, 20 ja, dann, und 5. Dann können wir das ja so weitermachen. Also wenn das Journal dann voll ist, dann kannst du ruhig immer weiter noch Interaktionen und das ganze Geraffels fotografieren. Ja. So, ich habe Wort da drauf geworfen. Okay. Ist das vielleicht ein Spirit? Was haben wir eigentlich für Beweise? Ja, nichts. Null. Wir haben doch null Beweise. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann ich sie gesmudged habe. Was ist mit der 25? Oh, 25% Aufgabe ist schon fertig. Danke. Nur noch Kruzifixia. Ja, da müssen wir warten, bis sie es eben anknabbert da drinnen. Sie ist wahrscheinlich genau außerhalb der Range gespawnt. Ich versuche zu hören, ob sie ein Licht anmacht, aber... Ja, ein Revier oder so, was haben wir denn jetzt? 27. Ja. Sie hat ja bei 50 geerntet, also müsste der Shade ja raus sein. Der Hand ist auch raus. Kiki, da steht eine Kamera in dem Wohnzimmer, da kannst du ja jetzt gleich wegen Uni schauen. Da müsstest du sie ja lang genug sehen können. Ist das Kruzi? Kiki, hast du da draußen irgendwo eine Kamera? Ah nee, das war nicht das Kruzi. Das war nur der Breaker. Okay, ja, dann warten wir noch, bis sie huntet. Sag mal, ist das vielleicht ein Spirit? Warum huntet die jetzt so ewig lang nicht? Das ist wirklich komisch. Naja, warten wir mal. Hast du eine Kamera irgendwo griffbereit? Ja, ja. Küken, bist du da gerade die ganze Zeit an der Tür am rumfummeln? Hast du eine Kamera? Ich schmeiß dir das jetzt hier hin. Warte, bleib hier. Ich schmeiß dir das jetzt hier hin und du machst zwei Fotos. Ich schmeiß dir das hier bei die Laterne. Und mach zwei Fotos. Go. Hier. Schieß. Zwei Fotos. Interaktion müsste noch aktiv sein. Okay, dann haben wir hier alles fertig. Kiki, geh wieder raus, guck nach dem Uni. Küken, du kannst bleiben oder nicht? Ja, ich glaube, das ist ein Uni. Guck mal, wie lang die sichtbar ist. Die ist mega lang sichtbar. Ja. Siehst du es auch? Uni, ja. Ja, ist Uni, ne? Okay, es passt auf jeden Fall auch vom Verhalten her. Dann könnt ihr schon mal Uni eintragen und dann fahren wir dann direkt, wenn sie fertig ist. Eine Uni, Omi! Fertig, ja. Ne, oder? Ne, sie erntet noch. Immer noch. Wir haben eine Uni, Omi! Ein Federvieh, smudges! Ich hab das Federvieh gesmudged. Okay, habt ihr Uni drin? Ja, ja. Eine liebe alte Uni, Omi!
Ja, Kiki, die Oni-Omi hat dir jetzt schön viele Fotos da beschert. 22. Ja, das ist doch ein Haufen für eine Runde. Es ist cool, dass die Fotos auch außerhalb vom Journal noch zählen. Und ein Perfect Game mehr für jeden. Oh, ich habe die Perfect 4000. Games voll. Boah. Ja, ich habe auch 4000 bekommen. Krass. Ja, weil wir die Weeklies da jetzt abgeschlossen haben, zum Teil. Die geben ja 500 pro Stück. Oh, die bessere Spritbox und ich krieg danach noch einen Level. Yay. Komm her, Spritbox. So, und was kommt hier noch? Komme ich bei 28 noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube, bei Level 35 hat man fast von den Beweis-Items alles schon auf T2, was sehr praktisch ist. Yep. Okay. Ihr könnt ja auch noch mal gucken, ob ihr Items habt zum Freischalten. Habe ich eben schon geguckt. So, das hier sind die Stats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.